Hey, ich will die Eisbären sehen. Ho, 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 ho. Ja, kannst du doch. Heute, jetzt, in keine Wochenshow. Willkommen auch von meiner Seite. Der stumme Nachbar neben mir hat heute keine Lust zu reden, deswegen ein herzliches Willkommen zu keiner Wochenshow Nummer 300 und? Ich glaube 82. 82. Bin mir aber nicht sicher, vielleicht ist es auch schon 83. Na, es ist wer ja uneingeblendet. Wer weiß. Immer diese ominösen Zahlen. Ja. Ja, es ist die letzte Sendung vor den US-Wahlen. Ja. Kamala Harris versus Donald Trump. Und vielleicht sind wir ja nächste Woche schon in einer ganz neuen Welt, in die wir da aufwachen oder so. Na, abwarten. Momentan liegen ja ganz knapp zusammen, also sind ja fast unentschieden. Das ist ja wohl nur, es dreht sich ja alles um Pennsylvania, um den berühmten Swing State. Aber selbst wenn er verliert, das erkennt er doch nicht an. Ja, das hat er ja schon groß und breit erklärt. Ja. Das wird eine Katastrophe werden da drüben, das wird eine absolute Katastrophe. Aber mittlerweile ist es ja so, ich finde ja auch diese Thematik auch mit Elon Musk so schlimm. Der hat ja doch, das muss man sich mal vorstellen, jeden Tag bis zum Wahlende, eine Million ihm, damit der dann sich da eintragen kann. Das ist doch, also, das macht einen das sprachlos, weil ich so denke, das heißt also, du willst dir Wählerstimmen kaufen und für viel Geld willst du dir Wählerstimmen kaufen. Und das Schlimme ist, der ist so reich, der kann sich das so erleisten und macht das aus der Portokasse. Eine Million ist für den ist Peanuts. Furchtbar. Hat Cameron Harris, glaube ich, Anfang der Woche an dem Ort eine Rede gehalten, wo er vor knapp ein paar Jahren diese Aufwiegelung zum am Parlament. Ja, ja. Am Kapitol. Am Kapitol, genau. Hat er diese Rede gehalten, war wohl sehr, sehr einfühlsam und hat sich dann nochmal gesagt, dass es wirklich schwierig ist, die Situation gerade, und dass sie möchte, dass die Amerikaner sich endlich wieder einen. Weil es ist ja ein geteiltes Land. Es ist ja wirklich ganz doll schlimm, dass da riesige Gräben entstanden sind. Und das merkt man, da gab es auch eine Doku jetzt auf Arte, wo es auch nochmal rauskristallisiert hat, wie tief diese Gräben mittlerweile sind zwischen Republikanern und Demokraten. Und dass man so auch diese gegenüberliegende Partei so verunglimpft, also so runtermacht und die ja nicht mehr wertschätzt als politisches System. Aber da gleiten wir doch gerade in Deutschland auch hin. Ja. Ich meine, wenn ich mir anhöre, man kann ja von den Grünen halten, was man will, aber dieses, ja, also mit den Grünen, das sind die Schlimmsten und das sind ja die Nazis, das ist doch irre. Das ist absolut irre. Also man muss da schon mal die Kirche im Dorf lassen, jetzt 5 Euro in den Phrasenschwein. Aber das geht gar nicht. Also man muss bitteschön eine demokratische Partei auch so annehmen wie eine demokratische Partei. Wenn es um andere, irgendwelche radikalen Gruppierungen geht, ich möchte sie nicht mal Partei nennen, Gruppierung, dann kann man das immer noch anders sehen, aber die normalen demokratischen Parteien, da muss man wirklich neutral rangehen und nicht irgendwie. Ja, aber in der Nacht vom nächsten, also vom kommenden Dienstag, das ist dann quasi der vierte zum fünften, da entscheidet sich das wahrscheinlich so am frühen Morgen. Es wird ja so ein bisschen befürchtet, dass quasi Donald Trump schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt sagt, ich habe übrigens schon gewonnen. Und die Wahl ist eigentlich jetzt beendet, obwohl irgendwie die Auszählung noch läuft. Also es wird ja, er hat ja gar keine Rechte, diese Sache zu beenden. Er ist zwar nur Kandidat, der ist ja nicht mal der Amtsinhaber. Das ist ihm doch scheißegal. Es geht nicht. Es gibt Grundlagen, wonach so ein Verfahren läuft. Da kann er nicht einfach sagen, das ist nicht. Also ich weiß, das wird er machen, da hast du recht. Er hat ja, wie gesagt, schon angekündigt, dass er das anfechten wird, wenn er nicht gerade gewinnt. Ich meine, erinnere dich vor 4 Jahren, da hat er in seinem scheiß Sessel im Oval Office gesessen und gesagt, nee, also ich habe ja gewonnen. Was will hier Joe Biden hier eigentlich? Und naja. Also wir werden echt ein grandioses Finale erleben. Also im negativen wie auch im positiven Sinne. Also das wird echt nicht fein werden. Also das wird in die Geschichtsschreibung eingehen. Davon kann man mal ausgehen. Und was kann man Besseres tun, als sich quasi vorher noch einmal so ein bisschen über Donald Trump lustig zu machen? Es gibt ein sehr lustiges Video von Donald Trump, ja, darüber, wie er so ein bisschen rumgestikuliert, und da wurde dann immer so eine Ziehharmonika einmontiert.
Und ich finde, es ist so, ich kann mich beömmeln, wenn ich mir das angucke, und das könnt ihr jetzt auch kurz machen. Bitteschön. I think it should be, I think it would be frankly more interesting. I know how good everybody's ratings are right now, but I think it'd actually be, I think it'd actually be better. How are the Republicans going to finally get together? Where did all these people came that voted for Donald Trump? And he was all set. I spoke to him on the phone. Very nice guy. I hear he wanted that meeting with you as well. He wanted it. But we called. What's going on in Chicago? Right? What is going on? There's no excuse for it. Dafür habe ich Durst jetzt. Also diese Polka ist ja wirklich großes Kino. Ja. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es wirklich, also ist es nice. Nee, es ist in dem Fall wirklich sehr lustig. Es ist lustig, aber wir hoffen, dass es dann auch dann nach dem 4., 5. November vorbei ist mit der Polka. Also nochmal kann er sich ja nicht mal, dann ist ja auch... Ich befürchte... Er hat selber gesagt, dass er danach zu alt ist. Ja, aber ich befürchte, ich habe so ein ganz blödes Gefühl. Ja, das stimmt eigentlich. Ich war ja im Urlaub dieses Jahr in der Nähe von Regensburg und da habe ich auch ein Bierchen mitgebracht. Ich erinnere mich. Ein Bierchen mitgebracht aus Regensburg. Und das Regensburger Spitalpilz. Das heißt, es gibt es nur im Krankenhaus. Möchtest du uns irgendwas mitteilen? Eigentlich nicht. Das haben sie, es gab es ja wohl ein ehemaliges Krankenhaus, haben sie dann eine Brauerei gemacht anscheinend. Geben wir es zu. Sie hätten es noch hopfig herbe erwartet. Bewusst nicht. Die Bayern mögen es mal manchmal gar intensiver. Nicht aber bei ihrem Pilz. Die trinken einen Jackenpilz, die Bayern. Das klingt eigentlich so ein bisschen, es ist uns eigentlich misslungen, aber wir umschreiben das mal freundlich. Edel ist es und frisch. Spitalpilzmission erfüllt. Vollbier, 4,9 Umdrehungen, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, kühl und dunkel lagern, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot in der Spitalbrauerei in Regensburg. Hier, willst du, soll ich, war das auf? Vielleicht mal ein Spital? Oder ja, habe ich doch gar nicht gesagt. Sie haben eine Brauerei gemacht. So, das tun wir jetzt zu. Ich war halt nur so grundsätzlich fasziniert und deswegen habe ich dir inhaltlich nicht zugehört. Entschuldige bitte. Toll. Ist ja auch eine Schneue, wa? Weil ich mich innerlich auch empört habe, dass du mich nicht hast vorlesen lassen. Wieso sagst du denn nichts? Willst du nochmal lesen? Nein, bitte gieß jetzt ein. Huch. Was sind das? Hat einen Plopp gemacht. Da hat Plopp gemacht. Michael Schanze war hier gerade. Ist Robert hat hier. Ui. Ja, ich kann das. Ich kann es nicht. Nicht so schön. So. Prost. Ja, Spitalpilz. Ich weiß ja nicht, bei Pilz bin ich, glaube ich, ein bisschen mäkelig. Kann das sein? Ja, das ist herber. Ja. Wobei, aber ja hier soll es ja. Ich finde es aber lustig, dass hier auch extra Vollbier draufsteht. Also ein Vollbier ist dann wiederum nicht sehr nett. Ist. Also, das ist ein, ich sag jetzt, ist ihnen eigentlich, glaube ich, misslungen. Eigentlich wollen sie was anderes machen. Doch, der kommt dir doch ganz entgegen. Es ist ziemlich wässrig. Ja. Und es schmeckt eigentlich fast gar nicht bitter. Es schmeckt eigentlich überhaupt nicht bitter. Ein bisschen hat es. Ein bisschen hat es ganz am Anfang. Ja. Ein bisschen am Anfang. Aber so. Also. Müh. Oh, es geht. Ja, kann man mal trinken, aber so richtig. Es wird alle. Es knallt nicht so richtig. Nee, in keinster Weise. Trotz also geschmacklich. 4,9 Umdrehungen. Ja, aber auch geschmacklich knallt es irgendwie auch nicht. Es ist ihm, glaube ich, irgendwie tatsächlich ein bisschen misslungen. Entschuldigung angenommen, sage ich da nur. Seit 1226. Aber du musst es ja auch mal so sehen, im Spital darf man ja auch nicht so, darf es ja nicht so knallen. Achso, früher vielleicht mehr als heute. Heute, da gibt es ja kein Alkohol mehr im Krankenhaus. Oder? Aber es darf wie Qualm werden, so außerhalb zumindest. Aha. Für jemanden wie erstaunlich. Stichwort knallen. Ich wollte... Ja, das war schon. Ja, natürlich, haben wir da bewertet jetzt mittlerweile. Du hast gesagt, das ist so Larifari. Ich sage, geht so. Ja, ich dachte, dir fällt noch ein bisschen mehr dazu ein. Ja, was willst du denn auch erwarten? Willst du jetzt schon über deine Konzerte plaudern oder was? Ja, ich wollte erzählen, dass ich eigentlich letzte Woche zu 3 Konzerten gehen wollte. Aber? Ja, aus den 3 Konzerten wurden 1,5. Ein und ein bisschen. Der erste Konzert war am Donnerstag zu Monster Magnet. Ist ausgefallen wegen Krankheit. Dachte ich, schön. Da habe ich gesagt, naja, gut, dann holst du die Karten wieder von Event, dann müsst ihr alle schick haben. So, da haben wir uns am Samstag mit Freunden zu End One getroffen. Sind so hingefahren, haben so ein bisschen geschnackt, bin reingegangen, gab es eine furchtbare Vorband. Also so hat von schlechte Elektro 80er Jahre Vorband war halt selten gesehen. Wie ist sie denn? Silent, ich habe keine Ahnung, Silent, noch irgendwas, ich habe keine Ahnung. Und dann fing die Show an. Dazu gucken wir jetzt mal kurz rein. Just for the day to celebrate my birthday. Stay.
Konzert. Wie? Das ist aber ein Lied oder was? Ein Lied. Dann hat der Sänger abgebrochen, weil er Halsschmerzen hat und nicht mehr weiter singen konnte. Tja, bedauerlich. Er hat auf der Bühne geweint. Bitterlich. Haben wir das auch gesehen? Nein, das haben wir nicht gesehen. Oh, aber ist das brisante Material, das unterschlägst das, du uns? Das wollte ich nicht zeigen, weil, das sehr, weil er sich sehr... Weil er aber so damit macht man noch... Entschuldigung, aber damit macht man Reichweite. Nein, das Konzert... Nein, das wollte ich nicht. Außer hat er halt wirklich erbärmlich geweint für einen 54-Jährigen. Okay. Ja. Und habt ihr mitgeweint? Ja, haben wir mitgeweint. Also mit dem Paar, mit dem wir da waren, die waren sehr verärgert, weil es war auch noch der Geburtstag von einer Dame und sie hat sich eigentlich total ein ganzes Jahr drauf gefreut. Und dann ist es in die Hose gegangen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dafür waren wir... Und dann seid ihr nach Hause, dann ist das Sang und Klang los. Und was ist damit jetzt? Also anscheinend wollen sie das irgendwie nachholen. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, weil der, sie sollen mit den Karten, die wir schon haben, ein neues Konzert geben. Aber da weiß ich noch, wie... Was aber nicht so einfach ist, weil die ja eigentlich schon entwertet sind. Richtig, ne? Genau. Ja. Da weiß ich noch nicht, wie das funktionieren soll. Warten wir es mal ab. Und dann... Es war ja ganz warm. Huxleys, da waren wir sozusagen da in einem, nur so ein paar Kneipen. Und das war so eine typische Berliner Eckkneipe. Wir tobten, haben dann nochmal ein Bierchen getrunken zusammen. Und noch ein bisschen erzählt und sind dann sang- und klanglos nach Hause gefahren. So, Konzert Nummer 3. Gestern im SU36. Also Dienstag, am Mittwoch. Am Mittwoch. Am Dienstag. Am Dienstag. Oh, es ist wieder soweit. Wir sagen nicht was, aber es ist wieder soweit. Es ist Zeit. Ja. Und das war am SU36. Wir haben eine amerikanische Hardrock Southern Rock Band namens Blackstone Cherry und es war großartig. Da gucken wir jetzt auch mal noch mal rein. Ein großartiges Konzert. Also SU36 ist ja nicht groß und die haben wirklich die Bühne da gerockt und sind da rumgesprungen wie ein Duracell-Häschen. Also das war unglaublich. Also gerade der Gitarrist, meine Nase, also der muss in der hat nachher du klatschnasse Haare gehabt und war, glaube ich, eigentlich war der durch. Also die haben nur kaum Pause gemacht zwischen der Sänger, war es ein bisschen stetig, da also stand da vorne, hat gesungen und gespielt. Aber es war ein rundum gelungenes Konzert. Ich habe die 2013 schon mal gesehen. Da waren es auch Pressekarten von der Zeitung. Und jetzt durfte ich es mir dann nochmal angucken und ich fand es großartig. Also macht echt Spaß, die Jungs zu sehen. Blackstone Cherry war ein Erfolg und jetzt geht's weiter mit nächsten Konzerten. Habe ja Pressekarten, nee, ich hab ja Gästelistekarten gewonnen bei Rockantenne. Toll, wa? Musst du jetzt bayerisch sprechen, wenn du da hingehst? Nein. Ich habe den nur über Insta sozusagen mitbekommen, dass ich jetzt gewonnen habe. Bei wem bist du dann? Bei Sum 41. Tolle Band, kenne ich nicht. Aber sehen wir dann nächste Woche an dieser Stelle. Richtig. Wir bleiben musikalisch, denn er ist zurück. Wer? Stefan Raab ist wieder zurück, nicht nur bei RTL Plus, sondern auch bei ARD und ESC. Genau. Stefan Raab nimmt wieder den Eurovision Song Contest in die Hand, also zumindest das, was aus Deutschland kommt, und mischt 20 ab. Oder wir wissen, also wir zeichnen ja Mittwochabend auf und die eigentlichen Infos, die kommen erst am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Okay. Deswegen wissen wir es quasi nur grundsätzlich. Also wir wissen nur, dass Stefan Raab nächstes Jahr das wieder macht, dass es dann sicherlich wieder einen Vorentscheid gibt, dass das Ganze, also die Vorentscheide bei ARD und RTL laufen werden. Cool. Also dass da wieder so eine Kooperation ist und dass dann vermutlich wieder was läuft, was über mehrere Wochen dann zu sehen ist. Stefan und die RTL suchen gemeinsam mit
ARD, die neuen ESC-Superstar. Genau. Irgendwie so mit Abkürzung der natürlich. Wer weiß. Also ich bin gespannt. Ich bin ja, muss ich ja sagen, ich bin ja von diesem ganzen Raab-Comeback, ist ja alles im Moment bis jetzt sehr enttäuschend. Also was der bei RTL Plus mit dieser neuen Sendung da macht, diese Mischung aus TV total und ist wirklich, also naja. Guckst du das denn? Ja. Ich guck's immer noch, aber also wenn also es ist dann wirklich so, dass der TV Total Teil ist und dann plötzlich fängt dann der Spielshow Teil an und da wird's dann, das ist, also da geht's ja darum, dass, also du gewinnst hier nicht die Million und so ist es teilweise, also so ist es auch, da gewinnt halt nie einer irgendwas und dadurch ist es auch letztlich total langweilig. Naja, egal. Also da bin ich schon sehr gespannt, was da passiert. Ja, und dann? Ja, hast du die Eisbären getroffen? Ja. Wo denn genau? Erzähl mal. Am Mittwochnachmittag in Bötzow. Im lovely Bötzow. Im großartigen Bötzow, ja. Das so groß ist wie Eden. In Bötzow, am Rand von Bötzow, gibt es jetzt nämlich den Fame Forest. Den was? Fame Forest, also den Wald der Berühmtheiten quasi. Und warum sind wir da noch nicht? Weil wir dazu entweder in der Uber Arena auftreten müssten oder in der Uber Eats Music Hall. Ich bin da am Dienstag. Soll ich da auftreten? Ja, kannst gerne die Bühne stürmen. Das möchte ich sehen. Bist du nicht dabei? Wolltest du denn ja mitkommen? Doch, dann würde ich, also wenn du das machst, dann komme ich mit. Ja, vorher von den Sicherheitskräften. Jedenfalls erzähl mal jetzt vom Fame Forest. Also, wer in einer dieser beiden Spielstätten auftritt, bekommt von dem Veranstalter die Möglichkeit oder bekommt quasi eine Urkunde und einen Baum geschenkt. Und diese. Was? Von Uber. Nee, von der Anschütz Entertainment Group. Ah, okay. Die Arena betreiben. Und dann können die Promis quasi entscheiden, ob sie nach Bötzow kommen und den Wald, den Baum selber pflanzen. So ist das hauptsächlich auch gedacht. Oder ob sie ihn pflanzen lassen, in ihrem Namen. Okay, und jetzt waren die Eisbären. Und am Mittwoch war die Eröffnung und da war Aaron Troschke da, Influencer, Moderator. Ja. Und die gesamte Mannschaft von Eisbären Berlin. Cool! Ja. Hey! Und die haben da schon fleißig angepackt beim Baumpflanzen. Und das sehen wir jetzt ja auch gerade. Ja, haben die dann sozusagen jeder einzelnen Baum gepflanzt oder nur allgemein als Mannschaft einen? Nee, also sie haben jetzt, glaube ich, nicht jeder einen, aber sie haben schon diverse Bäume gepflanzt. Also da haben also Leute von der Crew haben Bäume gepflanzt, Leute aus dem Verein haben halt zu dritt zum Beispiel einen Baum gepflanzt. Also da waren ja irgendwie, ich weiß ja nicht, es waren ja 20, 25 Leute von dieser Mannschaft. Ich weiß ja nicht, wie viele jeweils auf dem Feld sind. Ich habe keine Ahnung. Es ist auch tatsächlich so, dass die angekommen sind. Ich dachte so, ja gut, das ist also Eisbären, wenn ich kenne die trotzdem. Ich kannte sie halt nicht. Ich kenne die ja überhaupt nicht aus. Armer. Aber es war schon interessant. Und Aaron Troschke, wie gesagt, hat auch einen Baum mit seinen Leuten da gepflanzt. Die Mitarbeiter von der Uber Arena können das auch machen und so. Also ja, ist eigentlich eine nette Sache. Also, sie nennt es ein sozioökologisches Projekt. Warum Sozio? Weil die da mit der Hoffnungsthaler Werkstatt zusammenarbeiten, okay. Die sich quasi um diese Bäume kümmern. Sehr schön. Ja, doch, denn das sind wiederum richtig. Ja, finde ich jetzt sehr schön. Ja. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, mit dem Eisbärenkapitän Kai Wissmann zu reden, nachdem er einen dieser Bäume gepflanzt hat, wie es denn für ihn so war. Jetzt. Ja, also Sie haben jetzt hier den Baum gepflanzt. Wie war das so für Sie? Also war das schwer, so einen Baum zu pflanzen? Es ging, es wurde uns davor gut erklärt. Ich glaube, einige von uns haben auch schon Erfahrungen, auch vielleicht schon selber mal im Garten einen Baum gepflanzt. Ich selbst persönlich jetzt nicht so viel Erfahrung gehabt, aber es war gar nicht so schwer, ja. Haben wir heute schon Training gehabt. Ist das so eine schöne Abwechslung so vom Alltag? Ja, auf jeden Fall. Es ist schön hier rauszukommen mit der ganzen Mannschaft, der Natur was zurückzugeben, ein bisschen was für die Nachhaltigkeit zu tun, alle gemeinsam. Und ja, man lernt auch ein bisschen was persönlich. Und es ist ja jetzt so, dass jeder Punkt heißt, es wird ein Baum gepflanzt. Ist es auch so ein schöner Ansporn? Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen da jeden Ansporn, den wir kriegen können. Ich glaube, bisher lief die Säure schon relativ gut zu dem Zeitpunkt, in dem wir uns jetzt befinden. Und dass jetzt hier dann auch schon Bäume gepflanzt werden und wir auch dabei sein können, ist eine coole Sache, ja. Vielen Dank. Gerne.
bin ja schwerst begeistert. Ja, und ich bin jetzt gespannt, wie das so in den nächsten Monaten wird. Also sie haben uns versprochen, dass, wenn denn ein Promi nach Bötzow kommt, dass wir dann noch Bescheid kriegen. Also nicht wir, sondern die Presse. Ja, wie gehören zur Presse? Wie auch immer. Aber ich bin gespannt, ob da wirklich irgendwelche Leute dann da hinkommen und dann den Baum da pflanzen. Ich meine, Bötzow ist ja nicht gerade um die Ecke von der Uber-Arena. Aber, naja, mal sehen. Liegt ja auch an der Nähe von der Autobahn. Ja. Also dementsprechend werden wir mal kurz einen Abzweig machen. Es ist, in Hamburg gibt es das auch seit 5 Jahren. Und da war es so, also die haben schon 20.000 Bäume gepflanzt. Nein. Also nicht an einem Ort, sondern die haben dann so mehrere Standorte schon. Unter anderem hat Atze Schröder 10.000 Bäume quasi gekauft für sein Publikum und hat quasi im Namen seines Publikums 10.000 Bäume pflanzen lassen. Ist ja cool. Der Atzes Märchenwald. Ist ja cool. Ja. Finde ich ja schön. Ja. Das finde ich ja eine richtig top Idee. Ja. So, dann kommen wir zu den Promi-Geburtstagen der Woche. Die so zahlreich waren wie meine Finger an meiner Hand. Ja, geht so. Samstag, der Kult-DJ Sven Feld ist glorreiche 60 geworden. Ja, den kannst du am Sonntag auch noch machen. Gut, dann sage ich hier mal, die Tochter von Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne, ist 40 geworden. Der Schauspieler John Cleese, unter anderem bekannt aus Monty Python's Flying Circus, ist am Sonntag 85 geworden. Wegen schon mal Montag. Mhm. Joaquin Phoenix ist 50 geworden. Der Joker. Der Joker. Obwohl er am 2. Aber er selber war super. Aber der Film war scheiße. Ja, also 50. Dann die Sängerin von Silbermond, Stefanie Kloß. Wir sind da schon beim Donnerstag. Nee, wir sind beim Mittwoch. Na, dann machen wir Mittwoch. Mal. Die Sängerin, hast du recht, Sängerin und Gründungsmitglied von Jefferson Airplane. Große Ikone aus den Flower Power Zeiten. Grace Slick ist 85 geworden. Jetzt darfst du mit Donnerstag anfangen. Ja, also wie gesagt, Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß ist 40 geworden. Das ist einfach schon mal Freitag heute. Nee, Donnerstag ist auch noch der ehemalige Fußballer Marco van Basten ist 60 geworden. Wo hat er gespielt? In Holland. Ah, genau. Holländischer Nationalspieler. Hat er irgendeinen internationalen Titel gewonnen? Bestimmt. Bestimmt. Nicht. Doch, hat er. Er ist Europameister gewonnen. 88. Na, siehste, wusste ich doch. Ja, wusstest du. Freitag, wen hast du denn da? Die Moderatorin von Brisant unter anderem, Camilla Sejo, ist 50 geworden. Rainer Hunold, den habe ich mal persönlich getroffen in Frohnau. Der ist 75 geworden. Ja, ich habe ihn auch getroffen, weil ich mal in der Praxis Bülowbogen war. Stimmt. Als die noch in Hennigsdorf gedreht worden ist. Da war ich da mal im Studio. Nicht schlecht. Ja. Und der Politiker Klaus Ernst ist 70 geworden. So. Was ist noch auf deinem Zettel zu stehen? Es gab einen, ja, schon ziemlich schockierenden Vorgang bei der Bahn, hier ganz in der Nähe. Vor Gransee, quasi im Löwenberg, irgendwo im Löwenberger Land. Da ist am Sonnabend ein Zug unterwegs gewesen gegen 9.30 Uhr. Ich muss mir mal hier kurz gucken, wo habe ich es denn hier zu stehen? Ach so. Und zwar Fußballfans aus Essen wollten zum Fußballspiel nach Rostock. Hm? Und auf freier Strecke wurde dieser Zug quasi überfallen. Also irgendwie hat da irgendjemand im Zug die Notbremse gezogen und an der Stelle, wo der Zug dann stehen geblieben ist, so habe ich das irgendwie gelesen, kamen dann plötzlich Hooligans und haben diesen Zug mit Steinen beworfen und irgendwie Nebelraketen und dieses und jenes. Der Zug wurde erheblich beschädigt. Weiß man denn, wer die Hooligans waren? Das waren wohl Hooligans von Hansa Rostock. Boah, wussten die, dass in dem Zug Fans von Essen sind? Weil die scheinbar Leute im Zug hatten, die quasi wussten, wo sie sind und wo sie gleich sein werden. Finde ich immer so bescheuert. Da hat man nun mal, wir haben ja nicht gerade viele wirklich gute ostdeutsche Fußballvereine. Und die dann halbwegs noch in der ersten, zweiten, dritten Liga spielen, da müssen sich auch noch einige so bescheuert benehmen, dass man eigentlich sagen könnte, den Verein kannst du doch vor den Tonne rauchen. Wenn die so eine bekloppten Fans haben. Also ich weiß, dass das habe ich schon lange nicht mehr. So eine Superattacker, also extra schon einen Zug überfallen, also die geht ja nicht. Der Zug meine, gegen generell gegen Gewalt ist. Aber noch erstmal. Es hat schon irgendwie eine neue Qualität. Ja, also, das habe ich noch nie gehört. Also auf vor allem sind ist ja nicht mal in Rostock gewesen, sondern weit davor. Ja. Also der Zug ist dann wohl weiter erstmal in den Bahnhof Gransee reingefahren und da haben wir dann erstmal gecheckt, was da so war. Und also irgendwie.
Der Zug ist dann noch weitergefahren nach Rostock, nach ewiger Wartezeit und Haltezeit. Aber irgendwie mehrere hundert Fans mussten wohl in einen Ersatzzug umsteigen, also da, wo der Wagen quasi beschädigt war. Und andere konnten aber mit dem Zug weiterfahren. Also so. Aber auch schon allein, dass man das in so einen Zug steigt und dann quasi, ich weiß ja nicht, ob man Angst um sein Leben hat oder weil man ja auch nicht weiß, was da jetzt passiert. Weil es ist ja Tradition, dass ja die Auswärtsspiele, dass ja ganz viele per Zug zu den jeweiligen Auswärtsspielen fahren. Und wenn du natürlich dann Angst haben musst, wenn du gerade mit der Vater mit seinem Sohnemann fährt und sagt, hey, wir fahren heute mal nach Hamburg zum Spiel. Und dann musst du dann nicht Angst haben, dass du dann auf der Strecke da überfallen wirst von irgendwelchen Fans und denkst, ey, kann er nicht mehr zum Fußball spielen mit meinem Jungen oder mit meiner Tochter. Also das ist doch ist hier. Ja. Und von Essen aus. Also Essen ist ja nun ist ja nicht gerade so ein Szeneverein, sondern es ist ja ein kleiner, mittlerweile kleiner Verein irgendwo im Ruhrpott und der ist ja, ja früher mal ein Kultverein. Heute ist es wirklich ja so ein kleiner Drittliga, Viertliga, Dritte Liga, Vierte Liga. Rostock oder Essen? Na, war das DFB-Pokal oder was? Wo haben die gespielt? Da muss doch zweite Liga oder dritte Liga. Wo spielt denn Rostock? Ich weiß es nicht. Rostock ist dritte Liga. Ja, dann müssen die auch dritte Liga gewesen sein. Müssen wir mal gucken hier. Das sagt mir. Aber ich meine, die Frage ist ja trotzdem, also auch welche Konsequenzen kann sowas haben? Also, ja. Wem kann man quasi die Konsequenz in die Schuhe schieben? Kann man das Hansa Rostock, weil die ihre Fans nicht ausschließen? Oder ich weiß ja nicht. Also eigentlich müsste es auf Kosten von Hansa Rostock gehen. Mittlerweile ist es ja auch so, wenn in Bremen gibt es zum Beispiel das Urteil, dass wenn da brisante Spiele sind, dass die Polizeikosten der Verein tragen muss. Das ist ja ein Novum in Deutschland, aber finde ich richtig. Wenn so eine Risikospiele sind, müssen die Vereine dafür aufkommen. Es ist ja nicht gerade sinnig, dass das halt der Steuerzahler für Fußballspiele aufkommt, wo die meisten ja keinen Bezug zu haben. Mhm. Dann sollten bitte schon noch die Fans oder beziehungsweise die Vereine dafür aufkommen. Finde ich vollkommen richtig. Ja, bin gespannt, was da noch vielleicht rauskommt. Keine Ahnung. Also, ich hoffe zumindest, dass da schwere Strafen ausgesprochen werden. Kommen wir zum Schluss zu etwas Erbaulicherem. Dritte Liga. Ja. Letzten Freitag war in Oranienburg wieder die Lichternacht. Haben wir erfolgreich gehört. Warst du denn da? Natürlich nicht. Ja. Naja, also, also stimmungsmäßig, glaube ich, war es sehr schön. Diesmal hatten sie eine andere Band vorweg und sie hatten so schöne Laserstrahlen, die ganz cool waren. Ja, habe ich gesehen. Ja. Ja. Aber ein bisschen wenig Stände hatten sie. Also da müssen sie irgendwie noch ein bisschen klotzen, dass sie wieder ein paar mehr Stände haben. Ja, die regen sich ja generell darüber auf, dass ja so viel Leerstand generell von den Geschäften in Oranienburg. Genau, so viel Leerstand ist jetzt gar nicht. Wird ja trotzdem sich drüber aufgeregt. Aber dann natürlich bei so einer besonderen Veranstaltung natürlich mehr Stände. Und wir verabschieden uns mit schönen Bildern von der Lichternacht. Und ich frage dich vorher, ja, was nicht. War das hier? Keine Woche schon. Prost. Tschüss. Hier Brücke.